Willkommen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die an Tag 18. Und nach wie vor bin ich immer noch auf diesem Dach hier, auf dem Dach des Fabrikgebäudes. Und ich habe gesehen, hier geht anscheinend eine Leiter nach oben zu dem Aussichtsturm. Und genau da möchte ich jetzt auch als allererstes mal hin. Die Frage ist jetzt nur, wie komme ich da hin? Ah, am besten vielleicht kann ich mir eine Behelfstreppe hier mit den Frames raufbauen, oder? Müsste doch eigentlich funktionieren. Hier rüber. Dann hier rauf. Und hier komme ich nicht nach oben, oder wie? Aber dann machen wir es mal so. Ah ja, sehr gut. Funktioniert. So, ein bisschen Federn sind auch nicht schlecht. Und hier gibt es anscheinend einen Durchgang. Das heißt, ich muss noch mal ins Gebäude nach drinnen. So, hier rüber, dahin. Ah ja, und da gibt es noch ein weiteres Stockwerk. Da hinten ist ein Zombie. Gehen wir mal lieber in die Richtung. So, Cowboy Boots weg, blaue Mütze weg. Aktenschrank, auch nichts drin. Der Zombie, glaube ich, schläft noch, oder? Ja. Ui, Eisenschaufel und Klauenhammer. Dann machen wir es mal so und Eisenschaufel. Gut, weg damit. So viele Eisenschaufeln brauche ich dann auch nicht. Okay, und hier oben gibt's nichts, oder? Oh Mann. Ein Zombie. Direkt ums Eck. Dem wäre ich fast reingerannt. Gerade noch rechtzeitig. Okay, eisenversteckter Knüppel und leere Dose. Alles nichts, was ich brauche. Noch ein Zombie. Oh Mann. Gut. Tot. Auch nichts dabei. Und hier müsste jetzt eigentlich nach draußen gehen. Ah, glaube ich, schaut gut aus. Hey, und hungrig ist auch. Habe ich da was? Nee, leider gar nichts. So, dann mal ab nach oben. Ui, ui, was ist hier los? Ei, ei, weg, durch. Oh. Gefährlich. Da denkt man nichts Böses und dann haben die hier so Stacheldraht platziert. Ganz schön übel. Okay, da ist nichts drin. Wow. Aber schaut euch mal den Ausblick an. Jetzt dachte ich mir, die Stadt ist eigentlich relativ übersichtlich. Aber die geht ja bis dahinter. Bis hier hinter. Brutal. Da habe ich ja noch einiges vor mir. Das scheint sowieso irgendeine Art Gebäude zu sein. Hier hinten auch noch irgendeine Art Werkstatt mit entsprechendem Öltank oder was auch immer das sein soll. Wassertank kann es natürlich auch sein. Und hier vorne, was ist das? Ah, gute Frage, nächste Frage. Ich weiß es nicht. Naja, also noch einiges zu tun. Die Frage ist jetzt nur, wie komme ich wieder runter von dem Ganzen? Erstmal über die Leiter. Dann hier so rüber. Okay, das Geländer war sehr stabil. Da soll man sich anscheinend nicht dagegen lehnen, sonst kommt alles runter. Da, den killen wir gleich mal. Zack, erledigt. Und hier, wie komme ich hier runter? Hier nicht eher, hier drüben vielleicht.
Schaut auch nicht gerade gut aus, oder? Nee. Will mir jetzt natürlich auch nicht sämtliche Knochen gleich brechen. Das Einzige, was ich probieren könnte, den Vorsprung hier nutzen. Drückt mir die Daumen, dass das funktioniert. Gut. Hui. So. Sehr schön. Endlich wieder fester Boden unter den Füßen. So. Erledigt. Gut. Wo gehen wir hin zum Looten? Das ist jetzt die große Frage. Am besten vielleicht mal zu irgendeinem Gebäude, nicht unbedingt eine Ruine. Aber hier ist ja auch weit und breit gar kein Gebäude eigentlich. Bis dahinter höchstens, da kommt das erste richtige Gebäude. Obwohl, ich könnte ja hier auch mal nach oben gucken, denn warum ist die Tür da oben so stark befestigt? Da befindet sich doch normalerweise gutes Zeugs dahinter. Und hier hinten könnte auch was versteckt sein. Hier nicht. Hier auch nicht. Hier. Was war das? Tischtresor verwenden. Ah, das ist der Tischtresor, oder wie? Dahinter. Der ist es. Ja, der ist ja gut versteckt. Also von weiter weg erkennt man das definitiv nicht. Da könnte man dann immer meinen, das ist so eine Textur oder einfach Bauschutt. Ja, cool. Das ist echt gut versteckt. Na, schauen wir doch gleich mal, ob sich dementsprechend guter Loot darin befindet, wenn er schon so gut hier versteckt ist, der Tresor. Wünschenswert wäre es auf alle Fälle. So, die restlichen 500. 300, 200, 100 und offen. Ui, wo ist er hin? Wo ist der Tresor hin? Habe ich ihn jetzt kaputt gemacht? Ah nee, da ist er, oder? Aha, Schrotflintenverschlussgehäuse und Pistolengriff. Den brauche ich nicht. Und das nehmen wir mal mit. Gut. Jetzt möchte ich aber trotzdem hier noch nach oben gucken. Psst, na komm. Aha, eine Pistole, schön. Gut. Wohlbefinden geht auch noch runter. Und hier drinnen. Gähnende Leere. Bis auf die paar Pfeilspitzen war nichts drin. So, wie komme ich jetzt hier rauf? Am besten schlage ich mir meinen Weg mal hier durch. Ah, so geht's nicht. Geht's dann vielleicht? Oh je, meine. Da kommt was runter, was nicht runterkommen soll eigentlich. Ja, eine Zombie-Dame. Aber gut, ich kann mir ja den Weg auch leichter machen. Gehen wir halt hier rein. So, Ring frei. Gut, hier ist nichts drin. Bei der im Inventar. Und ansonsten schaut es auch relativ leer aus. Aber da muss doch irgendwo was sein. Sonst wäre es ja nicht so gut befestigt. Ah, da ist es. Da ist der Safe. Hätte ich ihn fast nicht gesehen. Dachte mir schon. Die Tür so gut gesichert. Da muss doch irgendwas drin sein. Gut. Noch ein paar Hitpoints. Und dann wissen wir mehr, was drin ist. Oder ob was drin ist. Könnte ja auch wieder eine Nullrunde werden. Ui, Hunting Rifle. Kenne ich aber ja leider schon. Und noch ein bisschen Papier. Gut. Sei es drum.
Hätte ja auch was anderes drin sein können. Oh, der Frame ist leider Schrott, aber gut. So, dann mal auf zur nächsten Ruine. Würde ich jetzt vorschlagen, denn wenn es da so viele Safes drin gibt, gibt es auch dementsprechend guten Loot normalerweise. Wenn das Ganze ein bisschen mit Arbeit verbunden ist, weil ich natürlich jeden Safe hier aufkloppen muss, aber wenn ich dafür mit gutem Loot gesegnet werde, dann ist mir die Arbeit durchaus recht. Aha, das ist sowieso ein größeres Gebäude. Da gucken wir doch da auch gleich mal hin. Vielleicht gibt es da auch wieder ein Safe. Licht an. Safe ist keiner da, oder? Nee, aber da hinten ist ein Rucksack. Das ist auch gut. Starke Brille. Weg damit. Aber das muss doch hier auch wieder nach oben gehen. Ah ja, da haben wir was zum Looten. Schauen wir mal, wie ich da am sinnvollsten nach oben komme. Hier vielleicht, hä? Hier wäre ein kleiner Vorsprung. Für einen Zombie. Okay, der ist da oben. Ui, was haben wir denn hier noch Schönes? Gar nicht gesehen. Ein Waffenschrank. Umso besser. Und der Zombie kommt auch schon angekrochen. Gut, dass ich noch rechtzeitig hier oben angekommen bin. Bergbauwerkzeuge auch schon auf Level 36. Können wir bei der Gelegenheit auch gleich mal nach den Skills wieder gucken. So, was ist drin? Was ist denn das? Compoundbogen. Ein Kompositbogen anscheinend. Ein Kompositbogen verschießt neben herkömmlichen Pfeilen auch Feuerpfeile. Kann zusammengesetzt und repariert werden, wenn du das Buch Kompositbogen gelesen hast. Aha. Ja, das ist ja mal cool. Dann muss ich jetzt nur noch Platz schaffen. Und gleich mal gucken, wie sich die hier schadensmäßig voneinander unterscheiden, der normale Bogen und der Kompositbogen. So, Holzbogen. 22,40 und 1,48. Nehmen wir schon mal 31 und 7, also um 6 Punkte mehr Blockschaden. Geräuschradius dürfte sich gleich bleiben, genau. So, Brenndauer, okay, hier haben wir natürlich keine Brenndauer. Aber dafür brauche ich natürlich Reparaturkits zum Reparieren. Das ist das einzige Manko an dem Ganzen. Und das kann ich ja mit Holz reparieren. Den normalen Bogen. Naja. Aber, wie ich sehe, setzt sich der Kompositbogen auch aus verschiedenen Teilen zusammen. Das heißt, ich könnte den auch noch ein bisschen, ja, aufrüsten. Aber dafür habe ich das Buch noch gar nicht gelesen. Aha. Naja, aber wisst ihr was? Das testen wir doch jetzt gleich mal. Bei dem Zombie da unten. Den Bogen. Das schreit ja förmlich nach einem Test. So, habe ich noch einen Pfeil dabei? Ja, einen habe ich noch. Den muss ich mir jetzt gut einteilen. Okay, also so schaut er schon mal aus. So eine Art Sportbogen. Ah ja, und in der Zielvorrichtung habe ich ja auch schon direkt. Wow. Also der hat einen ordentlichen Durchzug. Ui. Das ist auch nicht schlecht. Kam hier angekrochen und dann gleich zack. Probieren wir es bei dem gleich nochmal. So, schön auf den Kopf zielen. Ah, leider nicht. Aber immerhin. Na, nicht schlecht. Der Kompositbogen hier. Jetzt müsste ich nur noch das nötige Buch haben, dann könnte ich den auch, wie gesagt, aufrüsten. Gibt es aber für den Kompositbogen auch Teile zum Fertigen? Wahrscheinlich nicht, oder? Compound, hopp. Machen wir es nochmal. Compound. Nee.
Bogen. Nee, da kommt nur der Holzbogen. Also die Teile muss ich anscheinend auch schon wiederfinden. Oder vielleicht ist es auch gar kein Buch. Vielleicht ist es auch ein Skill, den ich lernen muss. Schauen wir doch gleich mal Bogen. Wo ist denn jetzt da drinnen? Feuerwaffenschmied. Schießeisen. Bogenschießen, da haben wir's. Aber das ist auch nur Wesensschaden plus. Also es gibt anscheinend hier nichts mit dem Kompositbogen, zumindest nichts, was mir jetzt in die Schnelle ins Auge stechen würde. Ui, ein Hitzeschlag der Stufe 1. Das ist nicht gut. Dann nix wie ins Dunkle, in den Schatten. Obwohl die Sonne eigentlich relativ human hier scheint. Jetzt habe ich hier schon wieder alles angezogen. Eigentlich gar nichts. Ich bin richtig naggisch. Da wundert es mich umso mehr, dass ich da gleich einen Hitzschlag erleide. Aber gut. Ist ja auch egal. Schauen wir gleich mal zur nächsten Ruine. Ob da noch was drin ist. Ihr müsst ja auch irgendwie nach oben gehen. Den Safe sehe ich schon wieder. Das richtige Buch jetzt. Gleich mal für den Kompositbogen. Das wär's. Dann hätten wir alles auf einmal gefunden. So, über die Hälfte haben wir schon. Die restliche Hälfte packen wir auch noch. Zieh durch, Junge. Komm. Und noch einer. Hau drauf. Du willst ja auch den Loot. Also hol ihn dir. Mach was dafür. Aha, kurzer Schulfenlauf und bessere Jagdgewehrteile. Viel bessere Jagdgewehrteile. Dann basteln wir doch da gleich mal ein bisschen. So, zusammensetzen. Da haben wir's. Jagdgewehr. Und die alten weg damit. Und das nehmen wir natürlich auch noch mit. Schön. Gut. So, hier noch was drin? Ne, nur ein Overall. Wohlbefinden geht schon wieder noch. Und also ich sollte mich jetzt wirklich dann allmählich auf den Heimweg machen. Auch nichts dabei. Weil sonst verhungere ich hier noch. Hier nur Painkillers. Und hier oben schauen wir doch gleich mal wieder, was da drin ist. Ah, halt. So rum und so rum. Eine Cheerleaderin. Eieiei, das war eine blutige Angelegenheit. So, White Football Jersey brauche ich nicht. Vielmehr brauche ich diesen Safe hier. Ich glaube, in der Folge habe ich mehr Saves gelootet als in jeder anderen. Aber das ist ja auch nicht verkehrt. Der Loot spricht da definitiv für sich. Zum einen der Kompositbogen und zum anderen die ganz guten Waffenteile. Ich denke, das war eine ganz gute Looting-Tour bisher. Schreit direkt nach einer Wiederholung. So, und offen. Naja, das ist nicht so schön, der Loot, aber immerhin nehmen wir auch mit. Und mit diesem schönen Ausblick sage ich auch schon wieder Danke fürs Zusehen bei dieser Folge von 7 Days to Die. Macht's gut, bis morgen, bis zur nächsten Folge. Ciao.